Ja, es scheint ein Überbleibsel von Yves Saint zu sein. Bei dem Zellenlevel kann ihre Kraft nicht so stark sein, wie Aya vor kurzem gesagt hat. Oder so. Haben wir da eigentlich weiße Schuhe an? Die passen ja mal gar nicht. Ow. Hey, was machst du da? Ich möchte nur dieses Experiment durchführen und sehen, ob oder ob nicht. Ja. Und was? Schraubt denn der da so rum? Hört sich nicht gut an. Ja. Ja, das ist genau wie ich gedacht habe. Los, schaut es euch an. Oh mein Gott, mutierte Zellen. Keine Ahnung. Was ist es? Ach, guck doch. Okay, das sagt mir jetzt was? Deine Zellen sind komplett von ihnen umgeben. Wie du sehen kannst, sind die Mitochondrien. Eve hat den Zellkern übernommen. Nein! Auf eine ähnliche Art und Weise müssen die Monster, die dich angegriffen haben, das etwas Ähnliches erfahren haben, durchlebt haben müssen. Zellen. Haben Mitochondrien wirklich die Kraft, den Zellkern zu kontrollieren? Eigentlich nicht. Nein, die normalen Mitochondrien haben nie so eine Kraft. Aber Eves Mitochondrien haben große evolutionäre Veränderungen durchgemacht. Zumindest ist es das, was ich glaube, was passiert ist. Normalerweise brauchen Mitochondrien Sauerstoff, um eine Energie herzustellen, die sich ATP nennt. Ja. War ATP nicht eigentlich nur das Mittel zum Transport von Energie? Ja, scheinbar ja nicht. Also im selben Augenblick brauchen die Mitochondrien in Oxygen. Man kann auch Sauerstoff sagen, vom Zellkern. Ohne die Energiezufuhr der Mitochondrien kann der Zellkern nicht funktionieren. Und genauso umgekehrt. Ja, die zwei Organellen, Relay, das ist so ein simples Wort. Ja, ich sage jetzt mal, bauen ständig aufeinander auf. Verlassen sich aufeinander. Ja, genau. Aber es scheint so, als hätte Eve die. Als hätte Eve die Kraft, diese symbiotische Beziehung umzukehren. Symbiotisch ist, wenn halt das aufeinander sich aufeinander verlassen muss. Also der eine braucht den anderen, sonst kann der eine nicht existieren und so weiter. Gibt es ein gutes Beispiel jetzt? Ah, na, vielleicht fällt mir noch einer ein. Evolution oder sogar Mutation scheint ziemlich dieser Fall zu sein. Den Kreislauf umkehren? Opernmusik! Siehst sie an. Sogar mit einer bestimmten Anzahl von Zellen haben ihre Zellen immer noch diese Kraft. Kannst du dir vorstellen, wie viel Kraft Eves in ihrem ganzen Körper hat? Leider. Leider sah irgendwie gerade so alt aus. Ja. Könntest du meine Zellen testen? Ja, natürlich, aber ich möchte es wissen. Ich möchte es wissen, ob ich die Kraft habe, sie zu bekämpfen. Natürlich hast du die. Hallo, du kannst dich heilen. Ich möchte wissen, wo ich mit dir wie stehe? Ah ja. Bitte, Maida. Ich muss wissen, warum. Ja, natürlich. Danke, Maida. Könntest du rüberkommen, bitte? Oder mitkommen in diesem Fall. Hey, dieser
Schlaganfall. Nee, nicht Schlaganfall. Epilepsieanfälle verursachen, na, Monitor ist wieder da. Ich brauch deinen Namen an, jetzt legt er mich ab. So wie, ja, hier, bla. Ja. Au. Also, Blutproben, ne? Lass mich das hier kurz hinbauen, basteln. Jetzt sehen wir noch so einen Zellenhorrorfilm oder was? Ich glaube, du solltest es dir besser selber ansehen. Was ist es? Ist irgendwas falsch? Ja, ganz viel. Bäm, abgewehrt. Verstehst du, was hier passiert? Deine Mitochondrien versorgen. Was? Achso, sie geben mehr Sauerstoff. Nee, mehr Energie an den Zellkern. Okay. Es scheint, als würden sie den Zellkern vor Eves Mitochondrien beschützen. Was? Warum haben Ayas Mitochondrien diese Art von Kraft? Keine Ahnung. Kennst du die Geschichte von Richard Dawkins' Theorie der selbstsüchtigen Gene? Einfach gesagt sagt es, dass Gene sich so verhalten, um zu schützen und halt zu versichern, dass eine Spezies überlebt oder irgendwie so. Hey, ich lese diese wissenschaftlichen Zeitschriften nicht. Was versuchst du mir gerade zu sagen? Abhängig davon, wie du es dir ansiehst, kann man sagen, dass Eve versucht, alle Mitochondrien zu zerstören aus ihrer eigenen. Das ist ja auch mal eine interessante Art und Weise, die Welt auszulöschen, ne? Also die Menschheit. Und im Gegenzug dazu haben Ayas Mitochondrien die Kraft entwickelt, dagegen anzukämpfen. Und warum nur Ayas? Sollte es nicht dasselbe für uns alle sein? Sollten wir nicht auch diese Kraft haben? Das scheint der natürliche Lauf der Dinge zu sein, aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum. Professor? Hat er es ihm gesagt oder haben Sie ihn reinkommen gehört? Was machen Sie in meinem Labor? Das ist. Ne? Einfach so eintreten, geht gar nicht. Warum wurden sie noch nicht aus der Stadt evakuiert? Hört sich voll dumm an, aber egal. Ich frage, warum ihr Menschen in meinem Labor seid. Wir sind nur. Ja. Wir haben die Anweisung bekommen, die Stadt zu evakuieren. Professor, Sie sollten wirklich. Oh, jetzt sitzen Sie sich auf einmal. Ich sag dir, Polizisten sind diejenigen, die schöne Stadt verunstalten oder so. Ins Verderben stürzen. Es tut mir leid, es war meine Schuld. Sehen Sie, ich hab sie gefragt, mich hierher zu bringen. Und wer zum Teufel sind Sie? Jetzt siezen sie sich. Ich weiß auch nie, wann die sich bei mir duzen und wann sie sich siezen. Oh, ich bin Kunihiko Maeda und ich bin ein Wissenschaftler von Japan, wie sich immer umguckt. Links und rechts kommen auch ja keine Autos, kann ich die Straße überqueren? Sie haben mein Elektronenmikroskop benutzt. Ja. Natürlich. Erstmal richtig hinsetzen. Was ist das? Wo hast du diese Probe her? Auf der Straße gefunden. Du, wo hast du diese Zellen her? Die sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht doch gefunden. Auf der Straße. Hältst du mich für einen Narren? Ja. Du Tor. Mit Zellen wie diesen. Sie müssen den natürlichen. Ja. Genau.
Ja. Oh, Heidensabbel. Ich frage einfach, Officer Breer. Deine Zellen enthalten eine große Ansammlung von Energie. Also weiß er doch, wem die Zellen gehören. Fühlen Sie irgendwelche körperlichen Veränderungen? Pubertät? Nein, da bin ich raus. Ich. Sollten Sie sich nicht irgendwie heiß fühlen? Nein? Sprechen Sie laut, Officer. Ich kann Sie nicht hören. Wie unser Englischlehrer, der hört und der versteht dann auch nie. Aber egal. Haben Sie in letzter Zeit Ihr Bewusstsein verloren? Hey! Nicht wegklicken! Was zum Teufel ist das? Warum ist der Name meines Jungen hier? Hier stehen gar keine Namen. Lorraine. Lorraine ist auch hier. Clump, erzählen Sie mir. Du. Sagen Sie mir, wofür diese Liste ist. Sagen Sie es mir, hören Sie? Yay! Wusch, schütteln. Leck. Kunihiko guckt verwirrt. Aya versteckt sich. Ah ne, da sieht man noch ein Stück von ihrer Jacke. Lassen Sie mich los. Ich muss Ihnen gar nichts erzählen. Was? Daniel, beruhig dich. Ganz ruhig. Daniel? Hör auf das Mädchen. Verdammt. Oh, jetzt wird er aggro. Verschwinden Sie von hier. Er zittert noch ganz. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass es laggt, aber. Vielleicht sollte ich das mit Camtasia aufnehmen. Und nicht mit Fraps. Dass ich nicht früher auf die Idee gekommen bin. Egal, mache ich ab Tag 4. Entschuldigung für die Störung. Aber wir müssen sie offiziell warnen, wegen evakuieren und so. Bitte denken Sie daran. Ja, ich sollte demnächst mal mit Camtasia aufnehmen. Auf Sabria. Genießen Sie es, diesen Barbaren als Partner zu haben? Na, wenn sie ihn noch irgendwie mag. Und er trottet da ganz gemütlich raus. Oh, danke. Tschüss. Bye, bye. Es ist zu spät. Es ist zu spät, um irgendwas zu machen. Bam, badam, bam. Fahren wir wieder Auto? Wo soll ich jetzt hin? Keine Ahnung. Ja, Police Department. Dann wird schon stimmen. Hoffentlich. Verdammt. Eines Tages. Was war das für eine Liste? Es war eine HLA-Liste. What? Es ist eine Liste, um zu sehen, ob Organe abgestoßen werden, wenn sie transplantiert werden. Ach so. Ah, na dann. Warum sind die Namen von Ben und Lorraine auf dieser Liste? Ist Lorraine nicht verstorben? Na egal. Also, weil sie da geschmolzen ist im Central Park. Es ist eine Liste von Menschen mit passenden HLA-Typen. Ist das irgendwas wie Blutkörperchen oder Zellen und ja, wahrscheinlich wie viel Prozent das übereinstimmt oder so, keine Ahnung. Verdammt, den schnapp ich mir. Wir gehen zurück zum Präsidium und. Was? Was will er machen? Gettensel. Was willst du holen? Die Hunde. Dann zerfleischen sie. Nein, nee, dann haben sie ja auch nichts mehr davon. Ich das nicht mal gleich so brutal denken. Jugend von heute, ne? Er kennt das nicht. Was ist denn hier passiert? Ja, da muss die Putzfrau mal wiederkommen, ne? Die Reinigungskraft. Man muss ja immer alles positiv ausdrücken. Die Putze. Oh Gott, anderer Kamerawinkel. Und was ist mit dem Typen passiert, der hier immer war? Ich vermisse ihn und sein Getippe. Eve? Nein, noch nicht Eve. Hallo? Sie ist hier? Ich werde mich umsehen. Ihr beide bleibt hier. Oh nein, diese leckenden Räume. Verdammt, nein. Ich werde hier nicht einfach rumsitzen und dafür warten, dass dieses Ding meine Familie umbringt. Daniel? Tschüss. Warte, Aya. Na, was hast du? Hier, nimm das.
Was ist das? Es ist ein Glücksbringer von Japan oder aus Japan. Es ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Hamaya. Okay. Vielen Dank. Ich nehme es mit. Was soll ich auch anderes machen? Ja, schnell heimlich auf den Boden werfen. What the fuck? Nichts. Es macht nichts. Den werde ich ablegen. Die brauche ich auch nicht. Ich muss unbedingt Müll loswerden. Nein. Ach so, kann ich Kugeln wegnehmen. Ah, da muss ich erstmal. Ja. Reload Kugeln weg. Was? Achso, vielleicht hätte ich nicht auf Kreis drücken sollen. Ja, genau. Jo, Munition. Und zum nächsten Level dauert das auch nicht mehr lange. Durchsuchen wir jetzt alle Räume. Hey, toter Kopf. Ich hole Hilfe. Halten Sie durch. Oh, er ist tot. Los, gib mir Munition. Los. Nimm ihn Munition ab. Okay. Sechs? Na gut, vielleicht hat er ja gegen irgendwas gekämpft und ist dann gestorben. Glasscherben-Geräusche. Ersten Gegner! Oder erste Gegner ist ja nur einer. Oh, doch nicht einer. Eine neue Monsterratte. Eins, zwei, drei. Ja, lass dich treffen. Eins, zwei, drei. Bam. Hoffen wir mal, dass es weg ist. Ja. Bam.